Ich bin heute hier, um mir Know-how und Ideen und Inspirationen zu holen, wie ich zukünftig bei mir im Museum unsere Maschinen und das Wissen, wie die Maschinen funktionieren, restauriert und betrieben werden können, zu erhalten. Ja, Gleichgesinnte kennenzulernen, Best-Practice-Beispiele zu kriegen, sich zu vernetzen, um dieses riesige Thema der Dokumentation des immateriellen Kulturerbes ein Stück weiterzubringen. Ja, neben den technischen Möglichkeiten, die es gibt oder Varianten, würde ich gerne natürlich auch erfahren, wie schafft man das oder wie haben es andere Einrichtungen geschafft, neues Personal, die nächste Generation an den Start zu kriegen. Wir sind heute hier im LWL-Museum Schiffshebewerk Henrichenburg, sitzen hier am Kanal direkt hinter uns und machen einen Kick-Off-Workshop für unser Projekt Digitizing Living Heritage. Digitizing Living Heritage, das ist ein Kooperationsprojekt, was wir gemeinsam machen. Das heißt, das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und wir von den LWL-Museen für Industriekultur. Und es geht im weitesten Sinne oder insgesamt um die musealen Vorführbetriebe, die immaterielles Kulturerbe vermitteln, dadurch, dass historische Arbeitstechniken gezeigt wird, Arbeit an historischen Maschinen und auch Handwerk, was so heute gar nicht mehr praktiziert wird und dadurch eben immaterielles Kulturerbe auch an die Besuchenden in den Museen vermittelt wird. Und dieses Wissen von den Vorführenden wollen wir eben bewahren und sichern über auch digitale Techniken. Und deswegen heißt es Digitizing, was wir hier auch jetzt in den zwei Tagen ganz praktisch auch üben. In unserem zweitägigen Workshop geht es darum, die Menschen zusammenzubringen, die in Bedarfe konkret zu benennen. Warum brauchen die digitale Projekte, um das Wissen der Vorführerinnen und Vorführer zu sichern, um in einen Austausch zu kommen, zu gucken, welche Methoden können angewendet werden, ist Film ein gutes Medium, einmal selber in die Filmpraxis zu kommen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was bedeutet es eigentlich, so einen Film zu machen? Wie fühlt sich derjenige vor der Kamera? Wie fühlt sich derjenige hinter der Kamera? Was ist eigentlich alles an Vorarbeit nötig? Also kurz, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen nach Hause, haben eine Idee davon, was man machen kann, um Wissen zu sichern, welche Möglichkeiten sich bieten. Und das ist, glaube ich, der ganz große Mehrwert. Sie haben das Gefühl, sie sind nicht alleine mit diesem Bedarf und diesen Anforderungen, sondern sie haben eine Gruppe, mit der sie sich austauschen können. Und das ist das Ziel dieses Workshops, dass wir ein Netzwerk gründen oder bilden, Netzwerk historischer Arbeitstechniken, um das Wissen zu sichern und wie wir das aufsetzen, organisieren und da auch gemeinsam arbeiten, das wollen wir heute noch entwickeln. Ich bin aus dem Gebäude gekommen und habe die Sonnenbrille aufgesetzt. Das war quasi die Szene, die wir einmal nah gedreht haben. Von total zu halbnah, Detail nah und am Ende steht wieder das Detail, wo die Sonnenbrille aufkommt. Die Teilnehmenden lernen, ja, wie können wir eine gemeinsame Lösung finden. Also es ist eben ein Ziel, diese Netzwerkarbeit hier zu starten und zu verstetigen. Und das andere Ziel ist eben, dass sie Einblicke bekommen eben in die konkrete filmgestalterische Arbeit. Also über verschiedene kleine Übungen, so das Filmhandwerk in zwei Tagen, wie man das eben in zwei Tagen lernen kann, kennenzulernen und damit auch aus dieser Erfahrung heraus dann auch ja, in diese eigene, ja, wie kann ich meinen Vorführbetrieb digital sichern? Also das Wissen, was dort ist, wie kann ich das halt verstetigen? Es ist ein super komplexer Vorgang, wenn man sich das irgendwie analysiert, den man eigentlich von allen Seiten sehen muss. Weil 10 Finger dran beteiligt sind, die alle was anderes machen. Das, was man eigentlich zeigen muss, verbergen dann ja die Finger, während sie es tun. Das heißt, der Blick ist nie ganz frei auf das Geschehen. Das ist die Herausforderung dabei. Nee, die Story ist quasi, wie faltet man ein Papierschiffchen? Also wie funktioniert das? Und die Herausforderung war auf jeden Fall für uns, das Ganze irgendwie zu komprimieren. Also dass man das einmal weitervermittelt, wie funktioniert das Ganze und das aus den richtigen Perspektiven auch zeigt. Aber das Ganze auch zu komprimieren, sodass es nicht zu lang dauert. Der Film darf nämlich nur eine Minute lang sein.
Also ich würde sagen, man nimmt in den 2 Tagen genug mit, um mit dem Smartphone oder dem Tablet kleinere Erklärfilme zu drehen oder vielleicht auch Erklärfilme schon zu hoch gesetzt, um kleinere Bedienungsanleitungen zu drehen. So, und das ist vielleicht das Ziel eben auch. Wir haben es hier anfangs diskutiert. Es gibt einmal die Filme, die für intern gedreht werden, und es gibt die Filme, die für nach außen wirken sollen, die vielleicht ein Publikum erreichen sollen, durch eine Ausstellung führen sollen. Und ich würde sagen, also das lernst du nicht in den 2 Tagen, aber dass man intern Wissen weitergibt über einen Film, den ich do-it-yourself-mäßig mit dem Smartphone, Tablet gemacht habe, das kann man hier in den 2 Tagen lernen, oder das ist das Ziel dieses Workshops, ja. Die Technik des Briefeschreibens. Wie jemand einen Brief schreibt, also mit Papier und einer Feder. Was die Teilnehmenden hier lernen, ist auch davon abhängig, was ist die Vorerfahrung oder wie ist überhaupt so die digitale Welt. Das Empfinden, wie weit will ich mich da reinknien oder auch nicht. Und es ist auf jeden Fall gut, das Wissen zu haben. Der eine oder andere wird bestimmt auch erkennen, ich kann das nicht selber machen. Und dafür muss ich aber so ein Gefühl dafür kriegen, was kann ich und was ist umsetzbar und was eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe des Workshops. Also die Bildung von dem Netzwerk, was wir hier ganz aktiv jetzt die letzten beiden Tage praktizieren, ist ja nur ein erster Schritt. Auf lange Sicht wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir vielleicht erreichen können, dass es zum Beispiel eine Art Leitfaden gibt für alle Museen und Vorführbetrieb, die dann genau wissen, was sie zu tun haben, wenn sie Wissen dokumentieren möchten, was historische Handwerkstechniken betrifft. Oder auch ein ganz großer Wunsch wäre natürlich, wenn es eine offene Datenbank gibt, wo alle Dokumentationen verfügbar sind. Sachen Netz würde ich mitnehmen, dass ich finde, dass hier eine wirklich gute Mischung an Leuten zusammen war und dass das sehr produktiv ist. Also dass beim Netzwerken entscheidend ist, dass man eben nicht in seiner eigenen Bubble professionell gesehen bleibt. Also sozusagen nicht nur mit Leuten aus Verbänden, nicht nur mit Ehrenamtlichen, nicht nur mit Museumsleuten, sondern hier war wirklich eine Mischung aus verschiedenen Institutionen, verschiedenen Hintergründen, auch fachlich gesehen, aber auch institutionell gesehen. Und ich glaube, das hat die Netzwerkarbeit hier so produktiv gemacht. Im Grunde genommen ist es diese einfache Handhabung von dem Werkzeug, was wir jetzt bekommen haben. Das ist nämlich genau das, auf das ich geachtet habe. Weil ich jetzt auch keine Ausrede mehr habe, dass es zu aufwendig wäre, irgendein Filmmaterial herzustellen, und auch keine Ausrede mehr habe, dass es irgendwie verruckelt schlecht aussehen würde, sondern das Werkzeug ist da und jetzt muss ich ran und muss es benutzen. Ich bin hier reingegangen und habe eigentlich gar keine Erwartungen gehabt. Ich habe alles mal auf mich zukommen lassen und bin jetzt völlig positiv geflasht davon, wie viele verschiedene Leute ich hier kennenlernen durfte, wie viele Perspektiven man hier aufzeigen konnte, und bin ganz guter Dinge, dass das in den nächsten Monaten und hoffentlich auch darüber hinaus hier vertieft wird. Ja, das ist ja der Kickoff heute für dieses Netzwerk, und wir freuen uns, wenn es weitergeht und wir auch noch. Ja, auch noch weitere Teilnehmende und aktive Menschen finden, die Lust haben, mit uns das Thema weiter zu bearbeiten. Wir brauchen viele Mitarbeitende. Ja, je mehr, desto besser.